Kai Pflaum habe ich gefragt, ob ich auf seine Afrika-Reise mitkommen möchte. Da haben wir natürlich sofort ja gesagt und meine neue Kamera, Leute. Die Insta360 X4 eingepackt. 8K-Aufnahmen in 360 Grad, richtig nice. Und alles, was ich auf dem Trip hier mit gefilmt habe, seht ihr jetzt hier im Video. Guten Morgen, Leute. Es ist kalt. Es ist gar nicht kalt. Nach etwa 10 Stunden Flug sind wir also angekommen in Namibia, dem ersten von drei Ländern, die wir gemeinsam bereisen werden. Und vom Flughafen der Hauptstadt Windhoek ging es dann erstmal Richtung Swakopmund an der Atlantikküste. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn man mit Kai auf Reisen geht hier. Halleluja, schaut euch das hier mal an. Was ist das denn? Da werden keine Kosten oder Mühen gespart, aber Junge. Einziges Problem, das Wasser soll sehr, sehr kalt sein, aber ich kann von hier aus ins Meer laufen. Ja, das hätte ich gerne gemacht. Stattdessen meinte Kai, Laufschuhe anziehen, nicht ins Meer, sondern laufen gehen. Ja, wenn du mit mir unterwegs bist, Felix, dann wird ordentlich gelaufen. Also kurz konnte ich noch chillen, weil er noch ein paar Shots für sein Video gemacht hat, aber dann ging es wirklich los. Scheiße, du siehst schnell aus. Ich meine das ernst, jetzt sollen wir wirklich laufen. Oh nein. Schaut euch mal diese Zeitlupe-Aufnahme von einer 360-Grad-Kamera an. So krass gut, Leute. Aber ich war einfach nur fertig. Hier T-Rex-Arme wieder am Start. Irgendwann muss ich abreißen lassen, Leute. Ich konnte aber nicht mehr, ja? Bin 2 Jahre nicht gelaufen. Jetzt recht sportlich weiter, Leute. Wir sind heute hier in einer Grundschule in Swakopmund. Wir schauen uns eben auch an, welche Projekte unterstützen werden von der Charity, mit der Kai ist. Genau, aber erstmal. What about me? What about me? Jeder wollte hier mal hochgehoben werden. Es hat schon richtig Spaß gemacht, mit den Kindern hier zu spielen. Aber wir sind eben in dieser Schule, um uns Projekte anzuschauen, die auch mit Spendengeldern der Postcode Soziallotterie unterstützt werden, für die Kai Botschafter ist. Aber mehr dazu dann später in seinem Video. Er hat auf jeden Fall mindestens genauso viel Spaß wie die Kinder. Aber ich ehrlich gesagt auch, Leute. Ist auch schon mal lustig, wieder in der Schule zu sein. Wir haben den Sport für heute aber auch abgeschlossen. Die ersten 5 Kinder waren live, die nächsten 5 wurden schwerer. Nach 30 habe ich aufgehört zu zählen. Pusche? Okay. Schaukelservice von der Laden, Leute. Da bin ich natürlich zur Stelle. Aber nicht überall ist das Leben so lustig und schön, wie es hier vielleicht gerade wirkt in Swakopmund mit diesen Häusern. Denn der Großteil der Bevölkerung lebt hier in der DRC, einer informellen Siedlung, so wird es genannt. Also eigentlich einem provisorischen Gebiet, in dem Menschen aus Wellblech und allem, was irgendwie da ist, sich ihre Häuser oder eben auch Schulen gebaut haben, wie hier die Hildegard Pre-Primary and Afternoon Academy. Eine Einrichtung, die von Hildegard, einer einzelnen Person, betrieben wird. Hier links im Bild im grünen Kleid zu sehen, die auch zum Beispiel dafür sorgt, dass die Kinder überhaupt eine nahrhafte Mahlzeit bekommen. Für viele ist das die einzige nahrhafte Mahlzeit des Tages, weil ihre Eltern das gar nicht bewerkstelligen können. Und diese Schule ist nur eine von vielen. Wie ihr hier auf diesen Drohnenbildern sehen könnt, das ist unvorstellbar, wie groß diese DRC ist. Mehr dazu werdet ihr noch in Kais Video sehen, auch welche Hilfsprojekte wir da besucht haben. Aber ja, das war ja, also schön zu sehen, natürlich, wie die Kinder auch dort Spaß haben und ein schönes Leben haben können. Sie kennen sie auch nicht anders, aber auch bedrückend, unter welchen Umständen dort gelebt wird. Das mussten wir dann erstmal verarbeiten. Und auf unserem Plan war außerdem auch noch ein bisschen die Natur hier zu entdecken. Probierst du das jetzt? Ich hätte nur kurz einen Finger. Oh mein Gott! Ganz kurz! Ich hab einen Finger drin gehabt. Traust du dich hier reinzuhalten? Also, das sind hier die. Erstmal ist es richtig warm. Das ist das rosane Wasser. Warm. Das ist rosanes Wasser, weil. Dann kommen die alle hier hin und. Da! Hast du es probiert? Ja. Ich probiere auch. Das ist voll bitter. Boah, es ist so salzig. Ja, das schmeckt wie hochkonzentrierte Lauge. Boah! Das schmeckt wie Laugenbrötchen eigentlich, ja? Boah! Aber hier, ne? Also Namibia, größter Salzproduzent im südlichen Afrika. Ja, stimmt wirklich. So wird eben hier Meersalz produziert. Wird immer wieder neue Felder gepumpt, dann verdunstet das, dann wieder neues Feld, bis am Ende so ultra salzhaltiges Wasser ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass wir das Wasser da probiert haben, Leute. Aber keine Zeit nachzudenken, denn es ging jetzt hier am Ozean entlang, durch die Dünen weiter, bis wir richtig in der Wüste waren. Das ist so ein krasser Ort hier, weil hier eben die Wüste auf das Meer trifft und die Dünen wirklich bis ganz nah rangehen. Und ich meine, schaut selbst, Leute. Was ist das für ein Ort? So was habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Boah, Leute, da
das ist eine Location hier. Also Wahnsinn, mit den Dünen, die ins Meer übergehen. Und der Weitblick gerade eben, als sie da oben standen. Ich habe es euch noch gar nicht alles gezeigt, ne? Das seht ihr alles noch im Kais-Video. Aber jetzt haben wir hier nochmal Stopp gemacht, ein schönes kühles Getränk noch am Start. Einfach hier ein bisschen Schild am Auto. Also heute sehen wir auf jeden Fall, was Namibia naturtechnisch hier alles Krasses zu bieten hat. Und das war ja gerade mal das erste von drei Ländern auf dieser Reise. Als nächstes ging es hier am Flughafen weiter nach Südafrika. Ein Land, in dem ich noch nie war. Also ab in die Luft. Und übrigens, dieser Shot, den habe ich mit dem Single-Lens-Modus gemacht. Also Einzelobjektiv, da kann man dann 4K bis 60 FPS machen. Ist direkt ein fertiges, normales Video wie halt eine Action-Cam und halt perfekt geeignet. Zum Beispiel auch hier beim Landen im Kruger Nationalpark. Das ist eines der größten Schutzgebiete Afrikas mit fast 20.000 Kilometern Fläche. Das ist ungefähr so groß wie Sachsen-Anhalt. Und dort leben eben zum Beispiel Löwen, Leoparden, Elefanten, Giraffen oder auch Nashörner. Wir haben uns dann vor Ort wieder ein paar Hilfsprojekte angeschaut, aber hatten auch Zeit für einige Game Drives. Und wer sowas noch nie gemacht hat, er glaubt nicht, wie viele Tiere man sieht und wie cool das ist, in so einem offenen Auto durch den Nationalpark zu fahren, in dem übrigens Drohnen komplett verboten sind. Aber mit meiner Insta360 X4 konnte ich einfach so drohnenartige Shots machen. Mit einem langen Selfie-Stick oben raus, sieht Hammer aus, oder Leute? Und ich habe es dann auch nochmal oben auf meine Fotokamera rauf gemacht, um so eine Art Behind-the-Scenes-Aufnahmen zu machen. Dass ihr seht, wie ich da so gefotografiert oder auch gefilmt habe. Und da seht ihr auch, mit was für Witz von Kaiman jeden Tag konfrontiert wurde. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen mit den Fußgängern. Hier ist ein Zebrastreifen. Oh mein Gott. Safari mit Kai, Leute. Das ist der Hammer, wollte ich natürlich sagen, Leute. Mit Kai Pflaumen unterwegs sein. Ein paar Dad-Jokes muss man vielleicht aushalten, aber ansonsten ist der Wahnsinn, was wir alles erlebt haben. Was für ein Privileg, dass man diese Einblicke eben haben konnte. Das Hauptvideo, das kommt dann noch auf Kais Kanal. Ne? Also was er alles gefilmt hat, da sieht man nochmal genauer, was wir gemacht haben. Ich habe einfach nur hier so ein bisschen Tagebuch habe ich gemacht. Nebenbei meine Eindrücke und dafür war diese Kamera perfekt, Leute. Die Insta360 X4 und die habe ich komplett neu bekommen, denn auf der Reise war noch gar nicht die Veröffentlichung. Also vor weltweiten Release durfte ich schon mal im Geheimen hier mit der Kamera Film. Vielen Dank an Insta360, deswegen 360 Grad 8K-Aufnahme. Das heißt, egal wo ich die Kamera hingehalten habe, alles war immer drauf. Man kann halt spektakuläre Shots machen, die du mit keiner anderen Kamera richtig machen kannst. Wie zum Beispiel der Shot bei der Vorschule, wo ich dann durchs Fenster reingegangen bin in den Raum. Oder auch wenn man die Kamera so hoch hält und ich Baumblätter durchgeht, sieht, finde ich, auch immer sehr nice aus. Plus, wir waren auch in Nationalparks, wo keine Drohne eben erlaubt ist. Aber wenn man so einen Selfie-Stick hat, dann hat man ja praktisch eine Drohne, ne? Und kann schön hochgehen. Alles, was man macht, kann man entweder in 16:9 für ein YouTube-Video oder auch in 9:16, also Hochformat für Instagram benutzen. Auch so ein Hammer-Feature von der 360-Grad-Kamera, weil die nimmt ja einfach alles auf. Und überhaupt, jeder, der so Instagram-Reels macht, schaut euch die Kamera mal an. Die ist richtig cool dafür, weil man so viele kreative Sachen machen kann. Der Link zur Kamera ist in der Beschreibung und da packe ich euch auch mal zwei Videos rein von meinen geschätzten Kollegen Felix Bahr und Kilian von einer Review. Die zeigen euch nochmal genau, was die Kamera alles kann. Die neuen Features zum Beispiel gibt es jetzt diese neuen Lensguards hier, die man einfach aufschrauben kann. Die gab es vorher noch nicht, was halt voll praktisch ist, weil die Kamera kann man auch super für Actionaufnahmen benutzen. Und damit man da keinen Kratzer auf die Linse bekommt hier, kann man die schön raufschrauben. Also gerade für so POV-Shots, zum Beispiel auf dem Mountainbike oder beim Snowboarden oder auch für die Motorradfahrer unter euch. Ja, da kann man zum Beispiel die am Motorrad vorne festmachen und da hast du halt gleichzeitig mehrere Perspektiven, zum Beispiel von dir selbst beim Fahren, aber auch nach vorne raus. Alles in einer Kamera und das ist definitiv die beste 360-Grad-Kamera, die ich je benutzt habe. Und ich habe schon 2015 damit angefangen, als er noch irgendwie so 5-6 Kameras zusammenschrauben musste, alles gleichzeitig aufnehmen, nachher mit einem extra Programm zusammenstitchen und trotzdem war die Qualität schlechter als heute. Erinnert euch vielleicht noch dran, als ihr das gemacht habt bei der Stocker Crash Challenge. War schon sehr cool damals, aber heute geht das halt in besserer Qualität in einer einzigen Kamera. Übrigens auch, wenn man die Auflösung leicht reduziert auf 5.7K mit 60 Frames pro Sekunde oder wenn man auf 4K runtergeht mit 100 Frames die Sekunde. Das habe ich zum Beispiel benutzt, als wir joggen waren beim Strand. Die, wie ich finde, coolsten Aufnahmen macht man auf jeden Fall mit diesem 3 Meter Selfie-Stick. Wenn die Kamera mal zu weit weg da hinten ist, dann könnt ihr sie mit AI Gesture Controls noch steuern oder einfach mit Sprachkommandos. Alles schneiden könnt ihr super easy mit der App oder eben auf dem Computer oder Mac mit der Insta360 Studio. Es gibt auch diverse AI-Tools da drin, die ein bisschen das schneiden und Reframe für einen übernehmen. Und mein eigenes absolutes Lieblingsfeature ist auf jeden Fall Bullet Time, Leute, wo man die Kamera so um sich herum bewegt. Das habe ich auch bei den Wasserfällen gemacht. Einfach richtig coole Aufnahmen, die man da dank 360-Grad-Kamera machen kann. Also für mehr Infos, Leute, checkt die Beschreibung aus zu Insta360 und ansonsten natürlich abonniert noch Kais Kanal, nämlich Ehrenpflaume. Da kommt demnächst dann unser gemeinsames großes Video aus Afrika, wo ihr genau seht, was wir da gemacht haben. Wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Aber für heute, das ist erstmal mit meinem ersten Eindruck sowohl aus Afrika und eben von der Insta360 X4. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.